Heute haben wir ein wichtiges Thema und das lautet wirklich alles in Kontrolle. Und ich möchte mal gleich am Anfang eine These aufstellen, die hat es in sich. Ich behaupte mal, dass das Thema, über das wir jetzt sprechen, über deine Zukunft entscheidet. Ob du eine positive, gute, gesegnete Zukunft hast oder eine, sagen wir mal, leicht reduzierte, vom inneren Wohlbefinden abgespeckte Version hast in der Zukunft deines Lebens. Die Woche ist mir was passiert, ich habe einen kleinen Film gesehen irgendwo und der hat mich so berührt in meinem Herzen, was alles möglich ist. Und ich dachte, den muss ich euch zeigen. Und es geht ein bisschen heiß zur Sache da drin, so Leute, die schreckhaft sind, du kannst auch dann weggucken für Sekunden. Er geht nur ganz kurz, aber er zeigt uns etwas, was passiert, wenn Kontrolle da ist. Das hat mich so berührt, weil eigentlich normal hätte dieses Flugzeug keine Chance mehr gehabt. Aber da saß einer im Cockpit, der sein Handwerk wirklich versteht. Und ich dachte mir, wie ist denn das eigentlich bei dir in deinem Leben, in deinem Flugzeugleben? Wer sitzt denn da im Cockpit und versteht sein Handwerk? Und alle, die heute vielleicht zum ersten Mal hier sind, ich möchte Ihnen und euch etwas sagen, auch am Livestream. Es gibt jemanden, der im Leben von unserem Alltag sitzt. Jemand, der die Steuerknüppel unseres Lebens in der Hand hat und sein Name ist Jesus Christus. Und wenn da ein Flügel wegbricht, wie ihr eben im Film gesehen habt, oder wenn du in Turbulenzen reinkommst, oder wenn die Strudel und die Umstände des Lebens dich runterreißen und zerschmettern, kaputt machen wollen. Solange er in Kontrolle ist, solange er am Steuerknüppel sitzt, ihr Lieben, haben wir eine gute Zukunft. Und dann wird unser Herr, unser Flugzeug auch sicher landen können. Unter den unmöglichsten Umständen, wer es glaubt, sagt Amen. Und die Frage ist, wer ist wirklich in Kontrolle? Und ist wirklich alles in unserem Leben in Kontrolle? Und etwas Spannendes möchte ich jetzt mit euch tun. Ich möchte, dass wir uns einmal Jesus anschauen und Folgendes feststellen. Ihr werdet überrascht sein, wenn wir sein Leben anschauen. Können wir das mal einblenden? Wenn du dir sein Leben mal anschaust, das Leben von Jesus, was uns in den Evangelien beschrieben wird, dann stellst du ganz schnell fest, dass es keine einzige Situation gab, nicht eine einzige, wo Jesus am Ende die Dinge außer Kontrolle geraten sind. Keine einzige Situation. Das ist niemals geschehen. Und, nächster Punkt, er hatte und blieb in allem in Kontrolle. Und zwar immer. So, wenn du die Bibel liest, die Evangelien liest, dann siehst du bei Jesus nicht eine einzige Situation, nicht eine einzige, wo er letztendlich außer Kontrolle war. Und das schauen wir uns mal ganz schnell an, in einem Schnelldurchlauf. Also, zum Beispiel, ziemlich am Anfang, bei der Versuchung in der Wüste durch den Teufel. Du siehst, dass Jesus dreimal heftigst versucht wird
Und was sehen wir? Er blieb immer in totaler Kontrolle. Der Teufel konnte nichts mit ihm anstellen. Im Gegenteil, der Teufel musste am Ende fliehen. Oder in der Heimatstadt Nazareth. Zuerst sehen wir, wie Jesus total von seinen Fans bewundert wird. Da war der Metzger und der Bäcker und der Zimmermann und all die Leute und Nachbarn aus der Stadt, wo er groß gewachsen war. Und dann sagt Jesus Dinge, die ihnen nicht so gut gepasst haben. Und das Nächste, was sie tun, sie wollen ihn ermorden und ihn herabstürzen an diesen Felsen da um Nazareth rum. Und was tut Jesus? Er geht einfach durch die Menschenmenge hindurch und geht einfach weg. Er hatte die totale Kontrolle. Als viele ihn verließen, Johannes 6, 66, sagt Jesus zu seinen Jüngern, hey, wollt ihr auch gehen? No problem. Ich werde weiter den Weg mit meinem Gott und Vater gehen. Egal, was andere Menschen um mich herum, sogar meine Freunde tun. Er blieb in totaler Kontrolle. Petrus verleugnete seinen Meister und Herrn dreimal. Wir kennen die Geschichte gut. Jesus gibt weder auf, noch ist er frustriert. Er bleibt in totaler Kontrolle. Egal, was mit ihm von seinen eigenen Freunden passiert ist. Und dann schaut euch mal den Judas an. Einer seiner besten Freunde, dem er sogar die Finanzen anvertraut hat. Für uns Schwaber ist das ein Riesending. Ja, wenn jemand einem die Finanzen anvertraut, hey, das ist wirklich was ganz Besonderes. Ihr lieben Schatzmeister und Finanzdirektoren und was weiß ich. Und Jesus gab Judas das Geld in seine Hände. Er vertraute ihm total. Und dieser Judas verrät ihn, liefert ihm praktisch dem Tod aus. Und was tut Jesus? Jesus bleibt in der Liebe und er vergibt ihn und er nennt den Judas immer noch seinen Freund, egal was er gerade getan hat. Jesus hatte vollkommene, auch emotionale Kontrolle. Wow. Bei dem Sturm auf dem See, die Jünger voller Angst, Jesus schläft seelenruhig. Sie wecken Jesus, sagen, wir gehen unter. Der Tod steht vor der Tür. Jesus ist in totaler Kontrolle, hält sich da am Mast fest und spricht zu dem Sturm und zu den Wellen. Und sofort kommen selbst die Naturgewalten um ihn herum zur Ruhe. Es ist ganz wichtig, wem du in der Zukunft vertraust. Als sein Cousin Johannes enthauptet wurde, zieht sich Jesus nach kurzer Trauer 5, 10 Tage vielleicht zurück. Und dann, was passiert dann? Er dient voll weiter im Dienst seines Vaters. Er tut genau, wozu er berufen war, obwohl einer seiner engsten Freunde und Verwandten gerade enthauptet worden ist. Er war total, auch im Angesicht von Trauer, in Kontrolle. Als ihm Lügen unterstellt werden und Gotteslästerung, gesagt wird, du hast Dinge gesagt, die er gar nicht gesagt hat. Was tut Jesus? Er bleibt weiter gelassen und total cool, vollkommen in Kontrolle. Die Jünger konnten einen Dämon nicht austreiben. Jesus kommt vom Berg runter und alles jammert, sagt, warum konnten deine Jünger den nicht austreiben und so weiter. Und Jesus ganz gelassen, er treibt den Dämon aus, er tut's. Und bleibt in totaler Kontrolle im Angesicht vom Versagen oder von mangelndem Glauben seiner eigenen Leute. Ziemlich tröstlich. Hallo, da oben auf der Empore links, ziemlich tröstlich. Tiefe Beeindruckung. Hochzeit von Kana, schon mal was davon gehört? Happy Clappy, das gefällt mir. Das ist Jesus ganz nah bei den Menschen. Der Wein geht zur Neige. Große peinliche Situation. Jesus total in Kontrolle. Er steht souverän über den Umständen, meistert die Situation und macht, was für manche religiöse Leute undenkbar ist. Er macht aus Wasser Wein. Und zwar hunderte Liter Wein. Ich liebe Jesus nicht wegen dem Wein, sondern wegen der wunderwirkenden Kraft. Er und dass er die Menschen liebt und dass ihn die Nöte der Menschen interessieren. Schauen wir ganz kurz zu der syrophönizischen Frau.
Ihre belastete Tochter wird aus der Ferne befreit. Die ganze Familie erfährt Hilfe. Jesus ist dutzende Kilometer vielleicht weg von dieser Tochter, die dämonisiert ist. Ganze Familie litt darunter, vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte. Und Jesus befreite sie über die Distanz. Selbst über Entfernung hatte Jesus Kontrolle in die Familie hinein. Mein Eindruck ist, dass heute Morgen hier jemand sitzt, wo Gott dir gerade jetzt sagt, über die Entfernung hinaus bin ich in Kontrolle in deiner Familie, bei deinen Angehörigen. Und meine befreiende Kraft ist da. Irgendjemand braucht das gerade ganz stark, auch am Livestream. Oder schau mal hin, Gebetskampf in Gethsemane, was wir so gut kennen. Gerade vor kurzem im Ostergarten haben wir es miterlebt. Jesus, seine Seele, betrübt bis in den Tod. Angst, genau die gleichen Dinge, die du erlebst. Aber nie verlor er die Kontrolle, nie. Und er kämpft sich durch im Gebet. Er sagt, Vater, ich baue jetzt deine Kraft. Komm mit deiner Macht. Und es soll genau geschehen, was Gott der Vater will. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und die Kontrolle des Himmels wurde über ihm selber durch seine Gebete freigesetzt. Und im Angesicht des Todes blieb er in vollkommener Kontrolle. Schauen wir mal nach Golgatha. Den Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde. Und da sehen wir das Gleiche. Der Hebräerbriefschreiber sagt uns, er opferte sich Kraft ewigen Geistes. Er gab sein Leben hin. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ging er in den Tod, um für dich und für mich und die Sünde der ganzen Menschheit zu sterben und sein Leben als Opfer hinzugeben, damit wir frei sind und ewiges Leben bei Gott haben können. Milliarden mal Milliarden Jahre bei Gott. Komm, wir geben Jesus mal einen mächtigen Applaus heute Morgen. Powerful! Powerful! Und das alles nur, weil er Kraft ewigen Geistes in Kontrolle bleiben konnte. Ihr Lieben, das ist keine Situation von Jesus, wo nicht am Ende die Kontrolle des Himmels da war. Das ist ganz wichtig, diese Lehre ist ganz, ganz wichtig für dich und für mich. Und dann natürlich im Tod. Da denkst du, ja, jetzt ist vorbei. Als Jesus starb, das sagt uns die Bibel doch tatsächlich nicht irgendwie, er starb da einfach dahin und das war's, sondern Sekunden bevor er starb, gibt er dem Vater sein Leben, sein Geist in seine Hände. Er sagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Jesus hatte die Kontrolle durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er gab seinen Geist in die Hände des Vaters. Nicht der Teufel klaute ihn, nicht die Macht der Finsternis konnte machen, was sie wollte, obwohl sie Macht hatte, sondern Jesus hatte selbst in der tiefsten Stunde des Lebens die Kontrolle des Himmels mit sich. So wichtig, dass du das weißt. Angesichts des Todes, Gott ist immer noch in Kontrolle. Und dann gehen wir mal in den Tod. Nicht so schnell, wir sind erst bei Tod und Totenreich. Er stieg, nachdem er gestorben war, nicht einfach blieb er irgendwo, sein Körper lag im Grab, sondern die Bibel sagt, sein Geist verließ seinen Körper. Und im Geist, der aus seinem Körper rausgegangen war, stieg er hinab in das Totenreich, wo Millionen von Verstorbenen aus der Zeit des Alten Testaments drin waren. Und Jesus verkündigte dort den Sieg vom Kreuz und die Herrschaft des Himmels. Selbst im Tod hatte Jesus die Kontrolle. Und er nahm die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. In der Offenbarung sehen wir, und siehe, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Jesus ist in Kontrolle. Wer es glaubt, sagt Amen. It's powerful. Und in der Auferstehung, der Tod konnte ihn nicht halten. Selbst sein Körper musste wieder zum Leben zurückkommen. Sein Geist kam zurück in seinen Körper durch die Auferstehungskraft des Vaters im Heiligen Geist. Und er wurde von den Toten auferweckt. Und das war so powerful, dass überall in Jerusalem die Gräber aufgingen. Und die toten, verstorbenen Heiligen aus der alten Zeit erschienen ihren Angehörigen. Freunde, das war herrlich. Ich meine, stell dir vor, du sitzt beim Frühstückstisch und ihr esst gerade Rührei mit Schinken und oder eben schwäbisch ein Stück Brot oder Wecker mit dem Gselz.
Jetzt weiß nur niemand, was das ist außerhalb, also Livestream. Marmelade und Butter. Plötzlich, durch die Wand durch, kommt Uroma väterlicherseits. Sagt, ich bin all hier. Heute Morgen ist Resurrection Morning. Heute ist Auferstehungsmorgen. Jesus Christ, der Messias, er ist auferstanden von den Toten und wir sind ein Teil. Wir wollten nur mal kurz Hallo sagen. Powerful. Ihr Lieben, selbst im Tod hatte Jesus die totale Kontrolle. Du findest im ganzen Neuen Testament keine Stelle, wo nicht letztendlich Jesus die Kontrolle hatte drüber. Was für eine wichtige Lehre, ihr Lieben, wir sind ja hier ein riesiges Trainingscamp. Was für eine wichtige Lehre für deinen Alltag, für dich und für mich. Es gibt keine Situation, wo nicht Jesus letztendlich die totale Kontrolle drüber haben will und kann und wird, wenn du sie ihm gibst. Wer es glaubt, sagt Amen. Powerful. Und ihr Lieben, wenn das Flugzeug, was wir eben gesehen haben, und wenn der Motor ausfällt und wenn die Flügel abfallen, wenn Jesus im Cockpit sitzt, wenn Jesus deine Kontrolle über dein Flugzeug bekommt, über dein Leben, dann wirst du auch sicher landen. Dann hast du eine gute Zukunft vor dir. Wer es glaubt, sag Amen. Dein Geschäft wird gesegnet sein. Deine Familie wird unter dem Segen Gottes stehen. Deine Gesundheit wird erstarken. Deine finanzielle Segnung von Gott, dem Vater, die er vorgesehen hat, die wird freigesetzt werden über deinem Leben. Weil das sind welche vorbereitet. Er heißt Jahwe Jireh, unser Versorger. So, das ist schon powerful. Eigentlich könnten wir jetzt aufhören, aber jetzt gibt es da in der ganzen Geschichte, die wir eben studiert haben, im Leben von Jesus, da gibt es natürlich eine gute Nachricht drin. Bevor wir es uns anschauen, möchte ich kurz klären, für wen diese gute Nachricht jetzt ist. Diese gute Nachricht ist ganz genau, du hast es geahnt, sie ist für dich. Sie ist für deine Familie, sie ist für uns als Gemeinde, sie ist für mich, sie ist für alle, die Gott vertrauen. So, und das schauen wir uns jetzt an. Erstens, dieser Jesus, der immer und immer und immer in Kontrolle war und ist, der lebt in dir. Dem Wind und Sturm gehorchen. Der am Steuerknüppel deines Flugzeugs sitzt, der lebt in dir. Kolosser 1, 27. Christus, das heißt übersetzt der Messias in dir drin bedeutet Hoffnung der Herrlichkeit. Das griechische Wort Hoffnung, was da für Hoffnung übersetzt worden ist, ist ja viel stärker als das deutsche Wort. Da steht im Griechischen das Wort Elpis. Und Elpis bedeutet eine positive, berechtigte Erwartung für die Zukunft. Wenn der Messias in dir drin ist, dann hast du eine berechtigte, positive Erwartung, dass in der Zukunft was Herrliches passiert in deinem Leben. Das ist unglaublich powerful. Gott ist nämlich durch Christus in dir in Kontrolle, durch den Heiligen Geist. Die Salbung, die in dir drin ist, ist er in Kontrolle in der Zukunft deines Lebens. Schau mal, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Menschen erlebt, auch in den Medien kriegst du es mit, die Angst haben. Richtig Horrorangst, Furcht haben vor der Zukunft. Ich kenne das gar nicht so. Ich kenne das von früher. Aber heute, ich denke manchmal, hey, uns geht es so unglaublich gut. Sabine und ich reden so oft und sagen, uns geht es so gut. Und wir wissen, woher der Segen kommt. Er kommt von Gott selber. Den kannst du nicht erarbeiten, den kannst du dir nicht erkaufen, den kannst du gar nicht. Der kommt von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und so viele Menschen haben Angst, weil sie den Frieden nicht kennen. Diese Sicherheit, die Gott gibt. Weil man weiß, er ist in Kontrolle. Egal, was für Welthandelsentscheidungen und Boykotte und Zölle lanciert werden. Egal, Jesus ist in Kontrolle. Egal, was der Arzt dir an Diagnose gegeben hat, er ist in Kontrolle. Ihr Lieben, diese Botschaft hat etwas unglaublich Powerfules für deine Zukunft in sich. Schauen wir mal, was da noch steht. Dieser Jesus, von ihm sagt die Bibel, niemand kann dich aus seiner Hand, aus seiner Kontrolle reißen. Niemand.
Wenn du mal in die Hand von Gott gekommen bist und du bleibst in ihr und du vertraust ihm, niemand, kein Teufel, kein Dämon, keine Umstände des Lebens, keine finanzielle Krise kann dich aus der Kontrolle und aus der Hand Gottes reißen. Niemand auf der Welt, wer es glaubt, sagt Amen. Drittens, schau mal, was da steht. Er, dieser Jesus, hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Macht, dieses griechische Wort Exousia, bedeutet die Vollmacht haben, die Autorität haben, Dinge zu tun, die wir Menschen hier auf dieser Erde gar nicht tun können, nämlich alle Macht, alle Kräfte im Himmel und auf der Erde freisetzen zu können, wann immer du willst und wo immer du willst und mit welcher Power du willst. Von dieser Exousia ist die Rede. Und Jesus hat gesagt, die ist mir gegeben und ich lebe in dir drin. Diese Kontrolle, diese Macht ist mir gegeben. Oder Punkt Nummer 4, er weiß alles. Psalm 139, 16 sagt, selbst deine embryonale Urform, also noch ein ganz winziges, kleines Baby warst, so ganz klein, sagen wir mal so Stecknadelkopf groß. Das gab es ja gar nicht, dass du mal so klein warst, aber es war so. Du sagst, woher weißt du das? Ich weiß es halt. Und als wir noch so klein waren, hat er schon um uns gewusst. Hat er gewusst, was mal aus dir werden würde. Was du für einen Beruf hast. Wen du heiraten wirst. Was für einen Job du mal bekommen wirst. Mit wem du an Freunden und Freundinnen durchs Leben zusammengehst und mit wem nicht. Wie viel Geld du mal verdienen wirst oder wie viel nicht. Er hat alles schon vorher gewusst. Und ihr Lieben, das, diese Kontrolle, das ist etwas Unglaubliches, was dir Sicherheit gibt und Zuversicht. Punkt Nummer 5. Er hat die guten Werke für dich heute schon vorbereitet, in denen du morgen oder demnächst wandeln sollst. Epheser 2, Vers 10. Was für eine Zuversicht. Wenn du gleich rausgehst, Gott hat schon für dich, Jesus hat für dich die Werke vorbereitet, in denen du wandeln wirst. Er hat schon die Kontrolle drüber genommen. Die guten Werke, er kontrolliert es schon, indem er sie schon geplant hat für dich und für mich. Und ich weiß nicht, was bei dir in dieser Woche alles passieren wird, aber eins kann ich dir sagen, aufgrund der Heiligen Schrift, Gott hat die guten Werke vorbereitet, in denen du wandeln sollst. Punkt Nummer 6. Durch den Heiligen Geist führt er dich und tröstet dich und ermutigt dich. Johannes 14, Johannes 16. Er lehrt dich. Er zeigt dir die Dinge, die kommen sollen. Ihr Lieben, Gott kontrolliert uns. Jesus nimmt Kontrolle durch den Heiligen Geist, mit dem er uns erfüllt. Deswegen musst du immer wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Epheser 5, Vers 18. Dem du Gott lobst und preist und dem Vater dankst und Psalmen und Hymnen und geistliche Lieder singst und dem du in Demut dich dem anderen unterordnest. Ihr Lieben, so werden wir voll mit Heiligem Geist. Und Gott kontrolliert deine Zukunft. Der gleiche Jesus, der alles in der Hand hatte, ist in dir drin. Ja, und der letzte Punkt. Er steht treu zu dir. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wisst ihr, was da steht? Er ist treu, auch wenn du untreu warst. Denn er kann sich selber nicht verleugnen. Gott bleibt treu und in Kontrolle, selbst wenn du mal untreu warst. Es gibt manche Leute, ich glaube, ein paar sitzen jetzt hier, die sagen, ach du liebe Zeit, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, jetzt habe ich gesündigt, jetzt kommt Gott total aus dem Konzept. Er sitzt auf dem Thron und sagt, du liebe Zeit, der Schoschi da unten in Schondorf, der hat voll daneben geklangt. Und Gott sitzt voller Verzweiflung auf dem Thron und weiß nicht mehr, was er tun soll. Freunde, unser Gott ist in Kontrolle. Egal, was hier unten läuft. Und er ist treu, auch wenn du untreu warst. Und wenn du ihm untreu warst, ruft er dich heute zurück zu ihm. Dass du unter seine Hand, unter seine Kontrolle kommst, dann hast du die Zukunft des Segens in deinem Leben. So, eigentlich könnten wir hier schließen. Ganz kurz muss ich aber ein paar Dinge noch sagen. Wo können wir die nächste Folie einschalten? Er ist in Kontrolle,
wenn bestimmte Dinge passiert sind. Und als ich mich vorbereitet habe, hat der Heilige Geist die ganze Zeit in diesem Punkt zu mir gesprochen. Ich dachte, das muss ihm sehr wichtig sein. Jetzt schauen wir uns das mal ganz schnell an. Wann ist Gott in Kontrolle? Wenn du in deinem Geschäft einen Konkurs erlebt hast, Gott ist in Kontrolle. Kann jemand dazu Amen sagen? Manche glauben das nicht, aber ich sage dir in Jesu Namen, er ist in Kontrolle. Wenn deine Tochter ein uneheliches Kind erwartet, ich habe gute Nachricht für dich, Gott ist in Kontrolle. Sag, das ist mir gerade nicht passiert. Freu dich. Aber wir müssen auch mit denen fühlen, denen es so passiert ist. Und dir muss ich sagen, Gott ist in Kontrolle. Sei entspannt. Aber egal, was Menschen sagen, Gott ist in Kontrolle. Sag mal ein Amen für all die, die es jetzt nicht laut sagen können. Amen. Drittens, dein Partner in Ehebruch gefallen ist. Wenn dein Partner dich schwer enttäuscht und verletzt hat, Gott ist in Kontrolle. Und daran wird sich nie etwas ändern. Nie. Und er ist für dich und mit dir und er wird dir zeigen, wie es weitergeht. Und wenn du sitzen geblieben bist, was durch Gottes vorwirkende Gnade mir einmal ungerechterweise erspart geblieben ist. Ich hätte sitzen bleiben müssen, als wir umgezogen sind. Ich war so weit hinten dran, besonders in Französisch, besonders in Mathe und in vielen anderen Fächern besonders auch. Und dann hat man mich Probe versetzt. Heute weiß ich, es war vorwirkende Gnade. Ja, wenn du diese vorwirkende Gnade nicht erlebt hast, dann erleb die nachwirkende. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Bitte sag irgendjemand Amen. Wenn du einen geliebten Menschen verloren hast, Jesus hat es erlebt, er blieb total in Kontrolle. Und ich möchte dir das sagen, egal was passiert ist, egal was man dir angetan hat, Geist Gottes redet, am Livestream sitzt jemand, da ist ein Mensch umgebracht worden in seinem Umfeld. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Ich soll dir das sagen vom Heiligen Geist. Und die Kraft Gottes kommt gerade zu dir mit großer Macht. Wenn deine Erziehung scheinbar keinen Erfolg zeigt, Gott ist in Kontrolle. Deine Kinder sind abgehauen nach Australien, Neuseeland, Honolulu, Shanghai, Mungapunga, Fangadanga, wo auch immer, du weißt nicht mal wo. Ich habe gute Nachricht für dich. Gott ist in Kontrolle. Wenn er die Tochter der syrophönizischen Frau über Kilometer Berührung von Dämonen befreien konnte, kann das der liebe Gott heute erst recht. Über zehntausende Kilometer, er braucht nicht einmal ein Jumbo-Jet von der Lufthansa. Wenn du einen Unfall gebaut hast, ist ja schon schlimm genug, wenn man einen gemacht kriegt von jemand anderem, aber wenn du selber einen baust, ist echt doof. Aber ich habe gute Nachricht. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Ich weiß nicht, wie und was alles passieren wird, aber er wird dir helfen. Lass ihn am Steuer deines Flugzeugs, lass ihn ran. Bitte nicht selber steuern. Beim Film, ja, wenn ich am Steuer gesessen wäre und es wäre passiert, dann wäre heute jemand anders mit dem Predigen dran. Wenn du viel Geld bei einer Investition verloren hast, und hier sind Menschen, die sogar in christlichen Organisationen Geld investiert haben und verloren haben, ich möchte was sagen, Gott ist in Kontrolle. Alles Silber und Gold der Erde, alles ist sein. Und er hat einen Weg raus aus der Krise. Wenn alle möglichen Lügen über dich erzählt worden sind und erzählt werden, entspann dich, Gott ist in Kontrolle. Über Jesus wurden so viele Lügen erzählt, er ist mein Vorbild, er ist total in Kontrolle. Wenn Menschen Lügen über dich geglaubt haben, relax, Gott ist in Kontrolle. Wenn du deine Führerscheinprüfung vermasselt hast, Gott ist in Kontrolle. Jetzt erzähle ich es doch.
heute Morgen gesagt, das erzähle ich nur im ersten Gottesdienst ohne Livestream. Ich habe erzählt, ich bin zweimal durch die Führerscheinprüfung durchgeflogen. Meine Schwestern alle beim ersten Mal alles geschafft. Ja, ich kam mir so doof vor. Und ihr wisst, verantwortlich war natürlich der Prüfer, ist ganz klar. Ich habe halt Pech gehabt. Auch, dass die Strecke gefahren wurde, auch Pech gehabt. Aber letztendlich lag es auch an mir. Aber ich stehe heute vor euch. Ja? Ich bin jetzt seit 30, 40 Jahren unfallfrei gefahren, so in etwa. Außer ein paar kleinen Dingen am Anfang. Und ich habe ihn bekommen, den Führerschein. Und egal, was für eine Prüfung du vermasselt hast, Gott ist in Kontrolle. Und nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren sieht es schon wieder ganz anders aus. Bitte glaub mir. Wenn nicht, kommst du nachher vor, wir legen dich übers Knie und dann glaubst du es. Wenn deine Freunde dich verlassen haben, so wie bei Jesus, vielleicht deine besten Kumpels, vielleicht, weil du Jesus nachfolgst, Gott ist in Kontrolle. Das heißt es, das ist die gute Nachricht. Gott ist in Kontrolle. Don't worry. Der Herr hat neue Freunde, neue Leute, auf die du dich verlassen kannst. Er ist in Kontrolle. Bitte, glaub ihm. Wenn du krank geworden bist, eine schreckliche Diagnose vom Arzt bekommen hast, Gott ist in Kontrolle. Total. Vertraue ihm. Bitte. Vertraue ihm. Bitte. Vor kurzem habe ich mit einem älteren Herrn gesprochen. Knapp 80 Jahre. Schwer krank. Und ich konnte zu ihm sprechen. Er sagt, irgendwo gibt es doch da einen Grund, seitdem diese schreckliche Krankheit da ist. Er sagt, ich weiß genau, wann es losging. Und dann hat diese Person mir erzählt, tausende Kilometer entfernt hier von Deutschland, was irgendwo in der Ferne passiert ist. Ganz schreckliche Sache, sicher, blöd und dumm und so weiter und so fort. Und ich sage, und dann, ja, in den nächsten Minuten und Stunden wurde ich so krank. Und kein Arzt, kein Medikament kann helfen. Naja, und da ich Fachmann bin auf dem Gebiet, habe ich ihm gesagt, es gibt da eine Möglichkeit, wie man von dem Ding da wegkommen kann. Es wäre so wichtig, dass man dieser Person, die ihnen das angetan hat, dass man dieser Person vergibt. Und dann hat dieser ältere Herr gesagt, lassen Sie das alles, lassen Sie das weg, davon will ich nichts hören, fertig. Unrecht, was mir geschehen ist. Und ich konnte ihm nicht helfen. Dann bin ich heimgefahren und dann hatte ich einen Eindruck vom Herrn. Und der Herr hat gesagt, ich bin in Kontrolle. Ich kann Dutzende Menschen, tausende Situationen, zehntausende Engel schicken, die eins nach dem anderen an diesem wunderbaren älteren Herrn tun werden. Vertraue ihm. Bitte sag Amen. Vertraue ihm. Er ist in Kontrolle. Nicht wir, nicht unsere guten Werke, nicht unsere guten Bemühungen. Er ist in Kontrolle. Das hat mich so getröstet. Er ist in Kontrolle. Und wenn dein Geld am Ende des Monats nicht reicht, hier sind einige, heute Morgen am Livestream ist jemand, große finanzielle Not hat, ich weiß nicht, wie Gott dir helfen kann, aber er ist in Kontrolle. Das Erste, was du tun musst, ist ihm vertrauen. Ja, ihr Lieben, und wenn du den erhofften Partner nicht bekommen hast, wo 10.000 Weissagungen kamen und du meintest sogar einen Engel gehört zu haben, der zu dir spricht, und sie oder er düsen mit einem anderen Partner davon, möchte ich dir sagen heute, Gott ist in Kontrolle. Der gleiche Jesus ist komplett in Kontrolle. Du weißt es vielleicht nicht, du spürst es vielleicht nicht, aber es ist einfach so, ob du es willst oder nicht. Er ist in Kontrolle. Sag ja, das war der einzig wahre Partner. Woher weißt du das? Die Bibel redet ganz viele Stellen, dass es verschiedene Möglichkeiten von Partnerschaftsanbahnungen gibt im Laufe eines Lebens. Sagt ihr, das musst du uns theologisch erklären. Mache ich, aber nicht jetzt. Dann hat Gott einen anderen Weg für dich, denn er ist in Kontrolle. Amen. So,
Ich habe da geschrieben und vieles andere mehr, weil es so viele tausende Möglichkeiten gibt. Gott will, dass du weißt, du bist in Kontrolle. Vielleicht könnt ihr schon nach vorne kommen. Was passiert denn, wenn du weißt, dass Jesus alles in Kontrolle hat? Dachte, das muss ich euch noch schnell sagen, weil es funktioniert bei mir, dann funktioniert es auch bei dir. Wenn ich das check mit meinem kleinen Hirn, dann wirst du das mit deinem Riesenhirn noch eher kapieren. Erstens, wenn du weißt, Gott ist in Kontrolle, es wirkt total beruhigend auf dich. Es ist sowas wie ein spiritueller Tranquilizer. Es ist so wie eine Injektion himmlischen Friedens. Er ist in Kontrolle, aber du musst es dir bewusst machen, okay? Zweitens, Angst weicht. Das braucht unser Land so sehr. Wir wissen, da ist einer total in Kontrolle, egal was politisch läuft, wirtschaftlich. Ja, aber was ist, wenn die große Euro-Krise kommt? Freunde, die ist ja fast unvermeidbar, wenn man ein bisschen Kopf hat. Aber eins kann ich dir sagen, egal was kommt, unser Gott ist in Kontrolle. Und er hat einen Weg für dich und für mich, für uns als Gemeinde, für uns als Familien. Gott ist in Kontrolle. Bei denen, die ihm am Steuerknüppel ihres Flugzeugs die Führung überlassen. Hoffnung wächst, Zuversicht, Glaube wächst, Kühnheit kommt. Du kriegst neuen Mut, sag, wow, wenn Gott in Kontrolle ist in meinem Geschäft, in meiner Schule, hey, das gibt dir Mut und Kühnheit. Glaube erstarkt. Die Liebe nimmt enorm zu. Du liebst Gott mehr, weil du weißt, er ist in Kontrolle. Er meint, er ist gut. Du liebst ihn mehr. Damit liebst du dich auch mehr. Mit der Liebe, mit der Gott dich liebt. Du liebst deinen Nächsten mehr. Und sogar deine Feinde kannst du plötzlich lieben. Und segnen, die dich fluchen. Und wohltun, die dich hassen. Tja, was sollst du jetzt machen? Was soll ich tun? Gut, dass du das zum Schluss gefragt hast. Erstens, glaube ihm, glaube Jesus, dass er total in Kontrolle ist. Glaub ihm, dass er sich nie geändert hat und nie ändern wird. Zweitens, rufe seine Kontrolle und seine Herrschaft täglich aus. Das haben ganz viele Christen noch nicht so ganz verstanden. Das Vaterunser, das wichtigste Gebet aller Nachfolger von Jesus Christus. Nachdem wir Gott angebetet haben, geheiligt werde dein Name, sollen wir was tun? Wir sollen sagen, und deine Herrschaft, deine Kontrolle, komme dorthin, imperativ. Nicht, ach, es wäre so schön, wenn deine Kontrolle dorthin käme. Das ist nicht das Gebet, das Jesus gelehrt hat. Das ist nicht das Vaterunser. Das Vaterunser lautet, deine Kontrolle, deine himmlische Herrschaft, komme, wir sollen sie dorthin rufen. Wo sie fehlt, wo sie nicht sichtbar ist, wo die Finsternis sich aufmacht. Komm du mit deiner Herrschaft dorthin. Dein Wille geschehe, wie im Himmel. Wie dort oben in Vollkommenheit, so auf der Erde. Wer es glaubt, sag Amen. Tu's. Benutz deinen Mund, dein Herz. Proklamiere die Kontrolle und Herrschaft Gottes. Und freue dich, drittens, in seiner Geborgenheit und in seinem Frieden, dass er die Kontrolle hat. Halleluja. Manche Christen sind so bedrückt, so freudlos, so traurig. Das will der liebe Gott nicht. Freut euch im Herrn alle Zeit. Aber mal sage ich dir, freue dich. Gott befiehlt dir, dich zu freuen. Aber nicht an irgendwas, nicht an der Welt, nicht an der deutschen Fußballnationalmannschaft, die gerade glorreiche Fußballübungsspiele fabriziert. Sondern freue dich, darfst dich auch dran freuen, aber freue dich am Herrn. Denn die Freude am Herrn wird deine Stärke sein. Halleluja. Er ist in Kontrolle, ihr Lieben. Wir haben nicht einen Gott, der nicht weiß, was er tun soll. Wir haben nicht einen Gott, der nicht weiß, was am Ende der Zeit kommt. Wir haben nicht einen Gott, der nicht weiß, wie die Weltherrschaft hier gerade funktioniert und welche Reiche gegen wen und Ost und West und dieses und jenes. Unser Gott ist total in Kontrolle und er ist entspannt auf dem Thron. Er hat das Zepter in seiner Hand und er regiert. Ruf es aus, glaub es und freue dich daran. In Jesu Namen.